Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe von Krijan vloggt sich einen. Meine neue Kategorie, in der ich zukünftig alle Videos reinpacke, bei denen ich vor der Kamera sitze, damit es jetzt immer alles schön geordnet ist. Es bringt nichts, für jedes Videoformat irgendwie eine Kategorie zu machen, wenn man vor der Kamera sitzt, finde ich viel zu umständlich. Und deswegen dachte ich mir, ich denke mir so einen bescheuerten Titel aus, wie Krijan vloggt sich einen, setzt halt da irgendeine Nummer und hau da alle Videos drin, die ich halt mache, wenn ich vor der Kamera sitze, mit Ausnahme meiner Biertestreihe. Dazu kommen wir auch gleich noch, wann es damit weitergeht, weil aufgemerkt die nicht. Ich möchte eigentlich hier in diesem Video nochmal kurz erklären, dass halt sämtliche Videos, die ich jetzt halt mache, wo ich vor der Kamera sitze, mit Ausnahme von einer Biertestreihe, halt in diese Krijan vloggt sich Reihe einpacke. Und das hat den Vorteil, dass es deutlich übersichtlicher ist. Da werden also in Zukunft irgendwelche Meinungsvideos reinkommen, wo ich noch ein bisschen was zum Besten geben möchte, oder irgendwelche Top 5 Listen, jeweils irgendwie. So in der Richtungsrolle halt drin. Und ja, dann habt ihr auch eine bessere Übersicht. Und wenn ihr wollt, kann ich euch auch die Playlist in die Videobeschreibung packen. Und dann habt ihr alle Videos in der Übersicht, wenn die Playlist langsam wächst. Ich habe zum Zeitpunkt dieser Aufnahme einige Ideen. Ich habe schon so nebenbei ein bisschen was vorbereitet. Also nicht wundern, wenn ich in den nächsten Videos immer gleiche Outfit trage. Ich versuche das Ganze jetzt hier am Rutsch aufzunehmen, weil ich Langeweile habe, keinen Bock auf Let's Plays zurzeit und weil ich meine berufliche Laufbahn im Augenblick wieder in die geordnete Bahnen lenken möchte. Und darum soll es in diesem Video gehen. Denn in den letzten Wochen ist hier einiges passiert bei mir, was das Berufliche betrifft. Und darüber möchte ich halt in diesem Video reden. Deswegen, ja, werde ich das ganze Ding mal aktuelle Informationen oder irgend so einen Scheiß nennen, was bei der einfällt, keine Ahnung. Ich denke mal, mir wird das schon irgendwas einfallen. Ich kenne mich ja. Ja, was ist jetzt nur in den letzten Wochen bei mir so passiert? Zwecks Arbeit. Ich habe ja im November aufgehört, im Sicherheitsbereich zu arbeiten, weil mir das langsam echt tierisch auf den Sack ging mit dieser Branche. Weichei, Weichei, Weichei. Weil ich einfach die Schnauze voll hatte, mich jedes Mal der negativen Energie der Leute auszusetzen. Ich hatte keine Lust mehr, so beschissen respektlos behandelt zu werden. Und ich habe halt in dem Bereich gelernt, wenn du mit anderen Menschen zu tun hast, egal wie du es machst, du machst es immer falsch. Und willkommen in der Wirklichkeit, Prinzessin. Ob du nur wirklich freundlich auftrittst und dich einer trotzdem auf den Schlips getreten fühlt oder ob du nur große Fresse hast und fühlt sich wieder einer ans Bein gepisst. Ja, letzten Endes kriegst du halt den wohlverdienten Arschtritt am Ende des Tages öfter mal oder sehr schon, wenn die Maßnahme, die du gerade hast, beendet ist. Und das habe ich halt nicht mehr mitgemacht. Und jetzt kam ja Ende des Jahres natürlich auch noch mein Krankenhausbesuch dazu, da ich ja eine OP hatte, beziehungsweise zwei, wobei die zweite war keine richtige, aber ich musste trotzdem nochmal auf den OP-Tisch. Ja, und danach war dann erstmal so ein bisschen Ruhe. Ich habe ehrlich gesagt auch die Auszeit ein bisschen genossen, mal nichts zu tun, mal auszuschlafen, die Nächte durchzuzocken. War schon ziemlich geil, aber spätestens nach einem Vierteljahr habe ich mitbekommen, ja, jetzt langsam so die Decke ein bisschen auf den Kopf. Ja, ich habe auch keine Lust gehabt, mehr meine Hobbys auszuleben, weil ich die halt immer als Ausgleich gehabt habe wegen der Arbeit. Ne, also man geht halt arbeiten und dann hat man seine Hobbys als Ausgleich wegen dem Job. Und ja, ohne Job hat man auch die Hobbys plötzlich an Interesse verloren, weil halt der Ausgleich nicht mehr da war. Das heißt, ich bin nicht mehr fotografieren gewesen. Mein Instagram-Account, den ich da noch habe, was Eisenbahnvideos betrifft, der ist schon seit einiger Zeit stillstehend. Und ich muss sagen, da ist mir klar geworden, ich brauche wieder eine Aufgabe. Ja, das finde ich nicht gut. Also ich finde das nicht gut. Das finde ich nicht gut. Aber halt in gelenkteren Bahnen. Und so kam ich halt auf die Idee, nachdem einige Sachen schiefgelaufen sind mit dem, was ich eigentlich machen sollte, wollte, ja, habe ich überlegt, was machst du jetzt? Ne, also das mit der S-Bahn, das hat sie erledigt. Da ist ja jedes Mal, irgendwann ist jedes Mal schiefgelaufen. Und zum anderen haben auch meine letzten beiden Chefs, die ich im Sicherheitsbereich hatte, dafür gesorgt, dass ein wichtiger Termin für dieses S-Bahn-Dingens da, dass sie dem nicht nachgehen konnte, obwohl ich darum gebeten habe. Ja, mit denen bin ich noch richtig übel, weil sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt schon in einer Schulung oder in einer Umschulung von der S-Bahn und müsste jetzt übelst ackern wie Sau und könnte dieses Video nicht machen. Das geht doch nicht. Also musste ich mich quasi umorientieren. Krijan, was machst du denn jetzt? Und da hat ein anderer ehemaliger Kollege von mir mir erzählt, dass der halt ein Staplerfahrer ist, dass er ein Staplerfahrer ist und einen Staplerschein hat natürlich. Und halt noch jemand sucht, den er halt da mit gebrauchen kann, der ihn da unterstützt. Und da habe ich mir gedacht, so Mensch, ein Staplerschein kann ja nicht so ganz verkehrt sein. Also habe ich einen Staplerschein gemacht. Ja, nun ist der Kontakt so ein bisschen eingefroren zu ihm. Ich muss ihn nächstes Mal wieder anschreiben, was er zu neu gibt. Und ich glaube, die Firma, in der er tätig ist, die hat er inzwischen, glaube ich, gekündigt, weil er sowieso wechseln wollte. Und ja, dann stand ich halt da und dachte mir so, was machst du jetzt?
Und nur sind als Staplerfahrer relativ schwer an Jobs zu kommen, wenn du den gerade gemacht hast. Denn überall werden quasi nur erfahrene Leute gesucht, was Staplerfahrer betrifft. Und das ist aber von Vorteil, wenn du schon Erfahrung hast. Und da ist es wirklich verdammt schwierig, da was zu finden. Und so habe ich dann letztendlich meinem Fahrlehrer zu verdanken, der mich auf dem Gabelstapler geschult hat, zu verdanken, dass ich jetzt in so eine Personaldienstleistungsfirma gekommen bin, die mir da geholfen haben, an einen Job zu kommen, wo ich erstmal meine erste Frau gesammeln kann. Und die erste Station, die ich da angestrebt habe, die war bei einer Bioverwertungsanlage hier in Berlin. Ich möchte jetzt aber nicht sagen, wo, die geht mich nicht an. Allerdings habe ich die ganze Sache etwas unterschätzt. Denn das Ganze, wo ich da war, ist eine regelrechte Akkordarbeit. Da jetzt richtig heftig zur Sache. Das ist halt so eine Müllverwertungsanlage, da kommt hauptsächlich Biomüll an, also so was wie Obst, Gemüse, was abgelaufen ist oder was nicht verkauft wurde. Ja, da kann es schon mal passieren, dass da im Frühjahr wahrscheinlich hier auch noch 2-3 Tonnen Wassermelonen weggefeuert werden, die man noch alle hätten essen können, oder meinetwegen eine Tonne Erdbeeren, also so was halt, ne? Und natürlich wurde da auch noch andere Material getrennt, zum Beispiel Pappe von Holz, die immer bei der wenn Abfall ansteht und der muss irgendwie gelagert werden, gibt es halt immer verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Holzkisten, Plastikkisten, dann gibt es Müllsäcke und die Pappe und Kartons und so weiter, da muss halt alles getrennt werden. Und da wo ich gewesen bin, war das eine relativ ziemlich krasse Akkordarbeit. Jetzt habe ich mich natürlich, weil ich neugierig drauf war, weil die auch einen richtig geilen Stapler da haben, bin ich richtig neugierig gewesen und dachte mir, komm, das probierst du mal aus, und hab das mal 1,5 Wochen gemacht. Hab dann aber festgestellt, dass das gar nicht meins ist. Das hat zum einen damit zu tun, dass die beiden Kollegen, mit denen ich da zu tun hatte, da gab es einige Verständigungsprobleme, weil das waren halt keine deutschen Mitbürger, ne? Also einer kam aus Arabien, einer aus Kasachstan. Waren nette Leute, ich bin da freundlich aufgenommen worden, die waren auch immer recht lustig, ne? Und die waren auch sehr gastfreundlich, also ich habe da eigentlich, was das betraf, was jetzt das Zusammenarbeiten betraf, eigentlich keine Probleme, nur halt ein paar Verständigungsprobleme, und ich hatte halt niemanden, mit dem ich das so wirklich reden konnte. Ich möchte mir an dieser Stelle mal ein kurzes kleines Beispiel geben, woran man halt merkt, dass es nicht so sprachlich nicht so läuft, weil der Kollege, mit dem ich da aussortiert habe, das war der aus Arabien, ein sehr netter Mensch, ja, und der hat mir halt einen Schwarztee angeboten, und ich habe den ursprünglich erst für einen Türken gehalten, ja, ich kriege schon Menschenkenntnis, ne, da wir haben inzwischen schon so viel Multikulti, da kannst du da echt nicht mehr auseinanderhalten, also die sind komplett braun oder komplett weiß, ne, dann hast du dann diese extreme Schwarz-Weiß, gut, das war jetzt ein bisschen fies, aber ich meine es natürlich nicht böse, um Gottes Willen. Jedenfalls habe ich den für einen Türken gehalten, und da hat er mir so einen Schwarztee angeboten, weil ich auch ziemlich cool war. Der kam so dankend angenommen. Ne? Man soll ja solche Einladungen nicht abschlagen, weil könnte vielleicht beleidigt sein. Da hat er mir so einen heißen Tee gemacht, und da habe ich ihn gefragt, ist der türkische Tee? Hat er ja gesagt. Und am nächsten Tag hat er mir wieder einen Tee angeboten, und da war dann aber, wo es derselbe Teegeschmack war, war es halt kein türkischer Tee, sondern Schwarztee von Rewe. Also er hat nicht wirklich verstanden, was ich meinte. Ne? Und denn auf dem Arbeitsklima hast du nicht so wirklich Gesprächsstoff, und ja, hat mich ein bisschen mit schwer getan. Aber das war nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund war wirklich diese unfassbar stressige Akkordarbeit, die da auf mich erwartet hat. Denn wenn du die Sachen da trennst und in die Dinger da reinschmeißt, dann ist ja nicht groß das Problem. Das ist ja eine Pappe in so einen Container reinschmeißt, wo Klee gemacht wird. Das ist wirklich, wirklich keine große Sache. Das Problem ist, dass die ununterbrochen Sachen geliefert bekommen. Ja, da hast du halt diesen großen Hof, der da ist, ne? Und da kommen die LKWs wirklich in Massen angefahren. Und da musst du denn so schnell sein, als wenn du da wirklich 2-3 so eine Rollis mit Pappe oder Holz lay macht hast, dann standst du die nächsten 6 hinter dir. Und dann musstest du wirklich 6 Stunden knüppelhart durchackern, und die haben auch wirklich kaum Pause gemacht. Ne? Und das hat mir irgendwann so sehr zugesetzt, dass ich nach nur 6 Stunden knüppelharter Arbeit so dermaßen kaputt war, dass mir alle Knochen wehgetan haben und ich kaum noch laufen konnte. Und das Schlimme ist gewesen, dass mein Körper auch gesagt hat, nee, Christian, lass mal, das kannst du vergessen, das passt dir absolut nicht. Und so habe ich nach nur 6 Stunden Arbeit auch extreme Einschlafschwierigkeiten gehabt bis zum nächsten Dienst, der anstand, obwohl noch genug Zeit dazwischen lag. Und bin dann auch völlig übermüdet zur Arbeit hin, und war dann so voller Aggressivität und war sauer gewesen, dass das nicht mehr geklappt hat. Ich habe dann da auch ein paar Fehler gemacht, ich habe zum Beispiel Sachen irgendwo falsch drin geschmissen, dass ich dann zum neuen Chef gesagt habe, also das mit dem Dings da bei der Bioverwertung, das ist nicht für mich, ich kann nicht mehr schlafen, und das ist alles zu anstrengend, das ist eine ganz schlechte Idee, weil ja ursprünglich halt geplant war, dass ich da auf den Stapler sollte. Und
ja, das ist da so stressig und die Stapler, der Staplerfahrer oder die Staplerfahrer, die das da machen, die haben auch wirklich eine ziemlich verantwortungsvolle Aufgabe. Also die müssen die ganze Halle da versuchen, den Weg frei zu halten, dann fahren da noch andere Stapler rum, dann muss die Bio ja da gewogen werden. Also das ist für einen Anfänger da zu fahren, ist eine ganz schlechte Idee. Gerade im Sommer, wenn dann wirklich richtig viele Sachen kommen und du gar nicht mit daherkommst, ja, dann musst du echt starke Nerven haben. Und das war mir klar, dass das nichts wird. Und manchmal wirklich ein bisschen sauer war, dass ich gerade um den Stapler nicht rufen durfte, weil das war ein echt geiles Ding, ne? Also für die Fachleute unter euch, das war der Linde H25 Evo mit Fahrerkabine. Das war ein richtig cooles Teil. Ich habe mir den mal so näher angeguckt, als das Ding mal gestanden hat. Ja, das hat ein Gaspedal, eine Bremse und ein Pedal für Rückwärtsfahren. Dann konnte man die Gabel vorne hoch, runter, auseinanderziehen. Dann konnte man sie kippen und alles. Ne? War schon echt ein cooles Ding. Ne? Und ich fand es wirklich sehr schade, dass es da noch nicht ruft dürfte. Und ja, muss ich ganz schweren Herzens auch sagen, dass das absolut nicht meins war. Und wie gesagt, so Akkordarbeit, wenn die da immer wieder nachliefern, also das ging überhaupt nicht. Jetzt gab es auch noch eine zweite Option und das war bei der Papiersortierungsanlage hier auch in Berlin. Die ist dann schon ein bisschen näher bei mir dran und ich habe einen relativ verkürzten Fahrweg. Und da bin ich jetzt schon dreimal gewesen und das Schöne ist, da war ich erst bei der Aussortierung. Da muss man halt Papier von Pappe trennen auf dem Fließband. Ist auch anstrengend, auch stressig, aber längst nicht so kaputtmachend wie dieses Bio-Verwertungsding, wo ich vorher gewesen bin. Ne? Also da, wo ich war, war im Grunde eigentlich recht entspannt. Und wenn man den Dreh raus hat, dann funktioniert es. Das Einzige, woran ich noch ein bisschen arbeiten musste, war an meiner Geschwindigkeit und dass ich halt ab und zu noch Sachen übersehen habe und vielleicht falsch weggeschmissen habe. Gut. Aber letzten Endes denke ich mal, wenn ich da jetzt noch öfter bei der Sortierung sein müsste oder würde oder was auch immer, dann würde ich das bestimmt noch besser hinkriegen. Ich bin in einem relativ guten Team gelandet. Am Anfang, wie ich halt immer bin, gab es halt auch noch ein bisschen Sprachschwierigkeiten, aber nur, weil ich mich erstmal an die Leute gewöhnen musste. Erst am dritten Tag habe ich dann mit dem jungen Mann, mit dem ich da dann am Fließband stand, angefangen, so ein paar Gespräche zu führen, was auch sehr gut tat, weil man nicht mehr an die Zeit gedacht hat. Und der wird mich jetzt bei meinem nächsten Dienst dann endlich auf den Gabelstapler einweisen, weil ich darf dann endlich Stapler fahren. Und deswegen freue ich mich schon tierisch auf den nächsten Dienst. Wir haben jetzt Samstag, Montag in der Frühschicht geht's los. Und da folgt mir schon tierisch drauf, endlich fahren zu dürfen. Endlich, weil ich habe jetzt den Staplerschein seit Februar in der Tasche. Und jetzt im April darf ich endlich fahren. Das ging ja schnell, nicht wahr? Und da folgt mir schon tierisch drauf. Ja, das war im Grunde eigentlich erstmal das Aktuelle, was meine berufliche Laufbahn angeht. Ich werde mir jetzt den Spaß noch angucken. Und ich hoffe, dass ich mich da beweisen werde in der Firma, in der ich tätig bin, denn ich bin ja aktuell noch bei einer Personaldienstleistungsfirma, die also die Leute für ihre Kunden bereitstellt. Und wenn alles gut läuft und ich mich hoffentlich gut behaupte, werde ich da übernommen. Das würde mich sehr freuen, weil ich glaube, dass mir das sehr viel Spaß machen wird. Und wenn ich den Dreh raus habe, wie das da funktioniert, denke ich mal, dass ich mich da gut machen werde. Und deswegen drücke ich mir selbst die Daumen, dass das alles klappt, weil ich möchte da möchte ich unbedingt hin. Weil dann steigt auch mein Gehalt. Davon gehe ich aus. Das ist halt, wie gesagt, so Arbeiten, die mit Müll zu tun haben, werden sowieso relativ gut bezahlt, habe ich mir sagen lassen. Und solange wie ich mit meinem letzten Gehalt nach Hause gehe, was ich sage jetzt mal so bei mir im Normalfall im letzten Job so bei 1,4, 1,5 netto war, da war ich eigentlich schon sehr zufrieden. Ich muss jetzt nicht unbedingt 2.000 Euro netto mit nach Hause nehmen, was natürlich auch ziemlich geil wäre. Aber denk mal mit 1,4, 1,5, wenn da alle Fixkosten runter sind, habe ich glatt 1.000 für 4 Wochen für mich und da. Ja, so viel liebe ich gar nicht aus, da lässt sich das Geld locker stapeln. Ich sag jetzt mal jetzt offen, meine eisernen Reserven, die waren bei über 3.000, die ich auf Konto hatte. Das sag ich jetzt so offen, wie es ist. Das hat mir wirklich höllisch hart zusammengespart, trotz aller Ausgaben, die ich hatte. Und die sind natürlich durch die Arbeitslosigkeit irgendwann komplett ja, gen Null gerutscht. Und jetzt habe ich erstmal wieder ein bisschen zu tun, die Konto wieder aufzufüllen. Das wird wahrscheinlich dann erst wieder komplett im Juni wieder so sein, dass ich mich zufrieden zurücklehnen kann und sagen kann, ja, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich wieder Lohn und Brot. Und bis dahin muss ich den Arsch zusammenbeißen und auf vieles verzichten. Was bei mir jetzt demnächst ansteht, auf jeden Fall als erstes, ist die neue Grafikkarte, deren Preis inzwischen gesunken ist. Ich habe es leider nicht den Namen im Kopf. Wenn ich es wieder weiß, dann schreibe ich euch den Namen der Grafikkarte in die Videobeschreibung drin, die ich unbedingt haben möchte.
Ja, und dann war es erstmal so von diesem Video, ich habe es erst auf den neuesten Stand gebracht. Fakt ist, wenn mein Beruf, den ich jetzt habe, alles gut läuft und wieder in die regelten Bahn ist, dann werden auch wieder Let's Plays folgen. Ich habe momentan absolut keine Lust, auf irgendwelche Videospiele zu kommentieren oder darauf zu zocken oder darauf zu kommentieren und zu zocken, wie immer, ist auch völlig Latte. Ja, also ihr wisst, was ich sagen will, ich habe keine Lust, jetzt momentan irgendwelche Videospiele zu kommentieren, weil ich einfach die Lust dazu nicht verspüre. Ich habe vielmehr eigentlich gerade im Augenblick echt die Lust, hier den Grischan Vlog dich einzumachen, denn ich habe hier noch ein paar interessante Sachen neben mir zu liegen, die jetzt in den nächsten Videos, oder die ich in den nächsten Videos zeigen möchte. Ich denke mal, das wird hoffentlich für einige sehr interessant werden. Es sind eher so ein bisschen kulturelle Sachen, würde ich mal sagen. Und ja, ich denke mal, mit diesen Worten möchte ich mich zu diesem Video verabschieden und sagen, danke fürs Zuschauen. Ich habe jetzt sehr viel gesprochen, erstmal ein Stück was trinken und dann sehen wir uns im nächsten Video. Welche Video das jetzt sein wird, weiß ich noch nicht. Ich habe die Reihenfolge noch nicht festgelegt. Fakt ist, dass ich jetzt die Videos, die ich jetzt mache, erstmal am Rutsch aufnehme, bearbeite, hochlade und dann nach und nach freischalten werde, damit auf meinem Kanal endlich wieder ein bisschen Aktivität herrscht. Und ja, da sind einige Sachen geplant. Und ja, lasst euch überraschen. Ich hoffe, es kommt gut an. Es werden einige Top-Listen mit dabei sein. Entweder Top 3 oder Top 5, je nach Thematik und so weiter. Und ich glaube auch, davon gehe ich ganz fest aus, wenn mein Job wieder gut läuft und ich zufrieden bin und mich eingearbeitet habe, dann werde ich auch bestimmt wieder irgendwann anfangen, meine Dampfloks zu machen. Weil ich muss sagen, es fehlt mir schon ein bisschen. Aber ich brauche neue Utensilien. Die kosten leider auch wieder ein bisschen Geld. Ich muss mir das wieder reinfuchsen. Das heißt, neue Drähte kaufen, neues Wickelwerkzeug. Ne? Da muss ich noch gucken, was das so für neue Sachen auf dem Markt gibt. Ich habe mich da jetzt lange Zeit rausgehalten. Muss man da wieder reinfinden. Aktuell dampfe ich einen Smog-Verdampferkopf, der schon fertig gewickelt ist. Ansonsten ja, werde ich mich bestimmt irgendwann mal wieder damit beschäftigen und auch wieder Videos dazu drehen. Ja, keine Frage. Aber erstmal, wie gesagt, muss der berufliche erstmal auf geraden Wegen laufen und das wird sich halt in den nächsten Tagen jetzt entscheiden, wie ich mich als Staplerfahrer da mache. So, jetzt aber wirklich Feierabend, bevor ich mich jetzt wirklich um Kopf und Kragen rede, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, wenn nicht, dann das Recht. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.